Schön, dass ihr da seid. Wo Brüder und Schwestern in Einheit zusammen sind, dort ist der Segen Gottes verheißen. Und das ist einfach gut zu wissen. Gott kann nicht anders, als seine Kinder zu segnen. Ja? Die ihn lieben, die ihn an erster Stelle haben. So habe ich heute ein besonderes Thema. Christen sind Freudenboten der frohen Botschaft. Ja? Ist das so? Ja? Sind wir freudige Botschafter der frohen Botschaft? Denn wir haben eine frohe Botschaft. Und so soll es einfach sein, dass wir Lebensfreude haben. Lebensfreude statt Jammerkultur. Das ist so ein bisschen Unterthema. Und ich will uns drei herausfordernde Fragen stellen. Ja? Meine Intention ist immer auch beim Predigen, ich will herausfordern. In 20 Jahren, wo ich predige, ist immer eine Herausforderung. Und ich denke, wenn eine Predigt nicht herausfordernd ist, dann sollte man sie nicht vom Menschen halten. Ja? Dann sollte man sie vielleicht für sich im Wohnzimmer oder im Wald halten, aber nicht vor Menschen. Ja? Jesus hat immer herausgefordert, ja? Und hat hineingerufen in die Nachfolge. Ja? So ist es einfach. Jetzt haben wir es. Ja, da ist es ja. Lebensfreude statt Jammerkultur. Peter Hane hat einmal in diesem schönen Buch Schluss mit Lustig, Ende der Spaßgesellschaft, hat er mal eine schöne Aussage gemacht. Sie hat mir gut gefallen. Wenn wir Deutschen schon Weltmeister sind, ja, im Wehklagen, dann sollten wir Christen entschieden zu einer Kontrastgesellschaft beitragen, die geprägt ist von Zuversicht, Hoffnung und Tatendurst. Ja? Ich denke, wenn jemand einen Grund hat, wirklich mit hoffnungsvoll mit Zuversicht nach vorne zu gehen, dann sind es die Christen. Wir haben eine Zukunft, wir haben eine Hoffnung und wir sollten das auch zu den Menschen bringen. Ja? Jesus sagt in Johannes 14, Vers 19, ich lebe und du sollst auch leben. Ja? Gemeinden oder auch einzelne Christen können dazu beitragen, das emotionale Klima in ihrer Umgebung mit diesem positiven Leben zu beeinflussen. Ja. Positives Leben, ja, ist so ein bisschen dargestellt hier mit diesen freudigen, ja, Kindern. So heißt es auch in der Bibel, im Psalm 16, Vers 11, du tust mir Kund zum Leben, vor dir ist Freude die Fülle und liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Und da ist eine Aussage drin, ja, dass da ein Weg ist zum Leben, wenn wir zu Gott kommen. Denn er ist auch, glaube ich, so ein freudiger Gott, okay? Das müssen wir einfach mal drin haben. So ist meine erste Frage. Willst du dich von einer übernatürlichen Freude erfüllen lassen? Wollen wir doch alle, oder? Ja. Ich denke, Gott hat da immer wieder eine Freude für uns, die nicht normal ist, oder? Ja? Die uns etwas Besonderes ins Herz fließen lässt. Hier in Johannes 11, in Johannes 15, in der Weinstockgeschichte heißt es, das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen werde. Ja, interessant. Eure Freude lasse ich euch, aber ich gebe euch noch eine Freude hinzu, damit eure Freude vollkommen werde. Ich denke, Jesus hat eine besondere Freude für uns. Und von daher ist es auch so, das Problem mit uns Menschen, sagt Jesus, ist nicht, dass wir für Gottes Geschmack zu glücklich sind, sondern dass wir nicht glücklich genug sind. Ja? Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir als Freudenboten diesen inneren Frieden haben. Ja? Innerlich erfüllt sind mit dem Frieden Gottes. Und dass die Liebe Gottes unser Herz regiert. Und dass wir in einer übernatürlichen Freude auch unsere Wege gehen. Ja, habe schon als kleiner Junge immer gebetet. Komm, Heiliger Geist, der süße Gast, der du alle Gnaden hast. Komm zu mir, erleuchte mich, komm zu mir und stärke mich. Lehr mich Gottes Wort vergehen, verstehen und freudig deine Wege gehen. Ja? Freudig, nicht meine Wege, deine Wege gehen. Und die nicht murrig gehen, ja? Sondern sie freudig gehen. Das habe ich als kleiner Junge schon knien vom Bett gebetet.
Und Gott hat das gesehen. Ich denke, er hat das gesehen und das hat sich daran gefreut. Aber dann habe ich mit 28 erst eine Bibel in die Hand genommen, ne? Und habe die studiert. Und dann kam auch diese übernatürliche Freude. Ja, auch die Freude an seinem Wort, okay? Das ist einfach gut zu wissen. Freude, wenn wir so sehen, Gott ist das freudigste Wesen im Universum, ja, sagt John Ortberg in seinem Buch. Ja. In 1. Mose 1 steht von der Schöpfung in Vers 3, und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Also Gott hatte Freude am Licht, denn es war gut. Der erste Tag war ein Jubeltag. Und so sagt er hier, der John Ortberg, und Gott führte einen kleinen Freudentanz auf. Und am nächsten Tag sagte Gott zum Licht, dasselbe bitte noch einmal. Ja? Licht, das Licht gehorchte und Gott tanzte noch einmal. Also Gott war schon begeistert von seiner Schöpfung, von dem, was er geschaffen hatte. Freude steht im Zentrum der Absichten Gottes auch mit uns Menschen. Ja, das müssen wir mal mit drin haben. Das müssen wir mal verstehen lernen. Also über den Grund dafür lohnt es sich wirklich nachzudenken. Freude steht im Zentrum des Wesens Gottes. Ja, wie wir eben gehört haben, vor dir ist Freude die Fülle und Wonne in Ewigkeit. Ja, Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Wir werden nie verstehen können, wie wichtig Freude für uns ist, wenn wir nicht verstehen, wie wichtig Freude für Gott ist. Und das ist, glaube ich, zu entdecken. Ganz neu zu entdecken und zu verstehen. Ja. Ein Karl Barth, ein Schweizer Reformator, hat einmal gesagt, der 1886 bis 1998 gelebt hat, dieser Karl Barth, dem Menschen, der die biblische Botschaft hört und beherzigt, ist es nicht erlaubt, sondern klar verboten, ein unfroher Mensch zu sein. Hat, oder? Klar verboten, ein unfroher Mensch zu sein, okay? Freude, ja, in der Seligpreisung, die Seligpreisung heißt ja, selig ist, oder man kann auch sagen, freuen dürfen sich, das ist die gute Nachricht-Übersetzung. Jesus sagt hier, freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten. Sie werden mit Gott in seiner neuen Welt leben. Ja? Freuen dürfen sich die wirklichen Abhängigkeit Gottes leben, die nicht unabhängig von ihm leben, die in seiner Abhängigkeit leben. Ein C.S. Lewis sagt, Freude ist eine ernstzunehmende Angelegenheit des Himmels. Darum ist es so wichtig, dass wir immer wieder durchsprechen zur Freude. Und es ist nicht immer so, dass wir uns freuen können. Die Umstände sind nicht so, die Lebenssituationen sind nicht so. Aber ich denke, Gott hat dennoch einen Weg, uns eine Freude zu schenken, die unabhängig von Umständen ist. Glaubt ihr das auch? Ja. Habt es alle auch bestimmt schon erlebt. Ja? Also, das ist so eine interessante Sache. Ja? In Nehemia 8, Vers 10 heißt es, die Freude am Herrn oder die Freude im Herrn ist eure Stärke. Den Vers kennen wir alle, oder? Ja. Die Freude am Herrn oder im Herrn ist unsere Stärke. Und so soll es einfach auch bei Christen sein. Sie bekommen eine Freude, die von innen kommt, die übernatürlich ist. Ja? Und sie hat eine besondere Kraft, okay? Also, letztes Mal habe ich hier davon gesprochen, das war letztes Mal bei unserem Gottesdienst, über Depression, ja, Depression und Niedergeschlagenheit. Es sind in unserem Land so viele Menschen in Depression und Niedergeschlagenheit und diese Zahl ist so schnell wachsend. Also neben den Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist das die zweitgrößte Erkrankung mittlerweile in unserem Land. Depression und Niedergeschlagenheit, ja. Und ich habe uns drei Wege aufgezeigt, wie wir herauskommen. Und interessant, dieser Mann an dem Teich von Bethesda, ja, der lag 38 Jahre krank. 38 Jahre, also der, wenn einer Depression hatte und niedergeschlagen hat, dann war es der. Ja. Er lag da am Teich und er wusste nicht recht, wie er schnell genug ins Wasser kommt. Und dann stellt Jesus ihm eine interessante Frage. Willst du gesund werden? Ja, manchmal, Jesus,
Soll dann die Frage, natürlich, natürlich, wieso fragst du das? Ja? Aber er fragt ihn, willst du gesund werden? Und dann sagt er zu ihm, als er das bejaht hatte, er forderte ihn Jesus auf, steh auf, roll deine Matte zusammen und geh. Und im selben Augenblick war der Mann geheilt. Ja, das ist das Schöne. Ja? Er wollte und Jesus heilte ihn. Aber er musste die Entscheidung treffen, steh auf. Und ich glaube, er war in diesem Moment wirklich mit Kraft erfüllt worden, als er den Willen hatte, aufzustehen. Als er die Hand vielleicht von Jesus ergriff und seine Augen sah. Und dann bekam Hoffnung in sein Leben. Ja, und dann kam eine Zuversicht in sein Leben. Und er wurde aufgerichtet, okay? Ja, ihr könnt das nachschauen im Internet. Das ist wirklich eine gute Botschaft. Und ich freue mich so, dann gebe ich auch diese Predigten weiter bei Facebook, da habe ich über 2000 Freunde, Facebook-Freunde, wie man sie so nennt. Und dann kriegt man dann auch so Reflexe von diesen Predigten, ja. Manche, die stehen dann, sagen, ich bin nachts aufgestanden, habe mir deine Predigt angehört. Und mein Herz wurde so mit Hoffnung erfüllt. Und dann freue ich mich, ja. Da kriege ich immer sehr viel Resonanz, auch übers Internet. Und das ist eine gute Sache und das ist auch eine Möglichkeit, das Evangelium als Freudenbote weiterzugeben. Ja? Freut euch in dem Herrn. Das ist so dieser Befehl, den auch Paulus gibt. Ja? Hier heißt es auch, Römer 12, Vers 15, legt nicht so viel Wert auf die Bilder, schaut auf die Bibelstellen. Es ist auch mehr für die mitschreiben oder wenn ihr wirklich gut seid, dann lernt die Bibelstelle auswendig. Mit Kapitel und Vers. Ja, das ist wirklich gut, wenn dieses Wort in uns lebt. Ja, wenn Jesus sagt, wenn meine Worte in euch leben, dann dürft ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch geschehen. Deswegen ist es wichtig, dass das Wort Gottes in uns lebt. Heute ist ein Tag, heißt es im Psalm 118, 24, den Gott gemacht hat. Ein Tag, der durch Jesu Tod erlöst ist. Wenn wir Freude erleben wollen, dann muss es heute sein. Es ist immer die Entscheidung, jeden Morgen stehe ich jetzt auf und lasse mir durch die Gnade Gottes Freude schenken oder fange ich mal zuerst an zu murren oder zu, ach, ist mir nicht gut und zu jammern. Ja? Wo komme ich da hin? Ja? Das ist der Einwand von vielen Menschen. Wie kann ich Freude mitten in den ganzen Schmerz und Leid in dieser Welt erleben? Ja, diese Freude haben viele, also diese Bedenken haben viele. Ja? Wieso kann ich mich freuen, wenn so viel Not ist um uns herum, so viel Leid, so viel Elend? Ja? Ist es dann richtig, sich in einer Welt voller Hunger, Gewalt und Ungerechtigkeit zu freuen? Das hört sich wirklich edel an, oder? Jesu Antwort, als die Jünger sich empörten, so teures Öl zu vergeuden, da sagte Jesus in Matthäus 26, Vers 11, denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Ja, als die Frau dieses kostbare Salböl über seine Füße goss. Ja, aber diese Frau hat etwas Besonderes getan. Ja, und genau an diesem Punkt machen wir eine erstaunliche Entdeckung. Gerade Menschen, die sehr stark in Kontakt mit Schmerz und Leid kommen, empfinden die tiefste Freude. Interessant. Freunde von der Mutter Teresa sagten, dass sie sich nicht von dem Leid um sich herum überwältigen ließ, sondern regelrecht vor Freude glühte, um den Ärmsten zu helfen. Könnt ihr euch das vorstellen? Da unter dem Leprakranken zu dienen, ja, wo so viel Leid ist, vielleicht auch der Geruch von Eiter und Schmerzen. Und das war bestimmt nicht schön. Das war bestimmt kein leichter Job. Aber über diese Mutter Teresa sagt man, sie glühte vor Freude, als sie diesen Armen helfen konnte. Und das zeigt mir auch, da gibt es eine übernatürliche Freude, auch wenn man viel Leid sieht, die dir einfach der Herr in dein Herz legt. Ja? Über Dietrich Bonhoeffer, diesen bekannten Pastor, der unter dem Hitler-Regime gelitten hat und noch eingesperrt wurde, im Endeffekt auch umgebracht wurde. Über ihn sagt man, dass er sich im Gefängnis, wie er gefangen war und keine leichte Situation hatte, über jede Kleinigkeit freute. Über jedes Kleine, was er bekam, über das Brot, das er zu essen bekam,
über das Wasser. Er freute sich wie ein kleines Kind. Und so dürfen wir auch das lernen, dass wir uns freuen. Das heißt ja in der Bibel hier, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden, okay? Freut euch mit den Fröhlichen, ja, und weint mit den Weinenden. Und das ist natürlich, alles hat seine Zeit vor Gott. Wir haben auch Dinge erlebt, auch vor kurzem bei einer lieben Schwester, die im Krankenhaus liegt, keine Kraft mehr hat. Und du denkst, dass, oh, ob das nochmal wird, ja. Sie packt sich nicht mehr, so Niere versagen und alles. Und das ist nicht schön. Aber wenn wir dann zu ihr kommen, die Ruth singt ihr dann immer so ein Lieblingslied vor, das sie immer hatte. Und dann strahlen ihre Augen, ja. Und sie bekommt eine innere Freude in ihrer schwierigen Situation. Und das ist immer wieder schön zu sehen, dass man auch in Leid, Trauer und Schmerz Gottes innere Freude erleben kann. Ja? Vor kurzem waren wir auch in einer Beerdigung, da ist ein lieber Pastor von uns, ein Freund auch von uns gestorben, von der St. Ingberter Christengemeinde. Und seine Frau, die eigentlich auch krank ist und im Rollstuhl sitzt, als wir mit ihr redeten, sie war so getröstet, obwohl sie ihren Mann verloren hat. Sie war so getragen und es war eine innere Freude in ihr. Sie hat sich so gefreut, uns zu sehen. Und da merke ich einfach, da gibt es eine übernatürliche Freude, die von Gott ist. Ja? Dafür ist es einfach gut, eine Entscheidung zu treffen. Hier der Albert Einstein sagt, es gibt viele Wege zum Glück. Einer davon ist aufhören zu jammern. Einfach mal aufhören zu jammern. Es ist eine Entscheidung. Ja? Ich denke, Gott hat Freude daran, wenn wir aufhören zu jammern. Wenn wir das Jammern einfach mal weglassen. Klagen oder danken, was hilft? Joyce Meyer sagt zum Beispiel, wirklich dankbare Menschen beklagen sich nicht. Das ist ein Idealzustand, ne? Sie sind zu sehr damit beschäftigt, dankbar für die guten Dinge in ihrem Leben zu sein und haben keine Zeit dafür, die Dinge zu bemerken, über die sie sich beklagen können. Ja? Ganz schlicht und einfach gesagt, herummeckern ist Sünde. Habt ihr das auch schon mal so im Schirm? Herummeckern ist Sünde. Es verursacht bei vielen Menschen große Probleme und ruiniert denen, die zuhören müssen, den Tag. Wir haben ein warnendes Beispiel in der Bibel, 1. Korinther 10, Vers 10, ja? Von diesem Volk Israel, das murrende Volk, dem Gott einfach, wo Gott sich immer so drüber ärgert, wenn dein Volk murrt und sie durften nicht in das verheißene Land. Ja? Sie wurden vorher umgebracht. Und das ist auch immer wieder ein warnendes Beispiel. Hört auf zu murren und zu klagen und zu jammern und fangt an, für die Dinge zu danken, die Gott in dein Leben führt. Okay? Gott hat immer, immer ein Herz für die bedrückten Menschen, für die niedergeschlagenen und für die Bedrückten und auch für die freudlosen Menschen, wenn sie zu ihm kommen. Ja? Deswegen sage ich immer, werfe deine Freudenkiller aus deinem Leben. Werfe deine Freudenkiller auf Jesus. Es hat ja immer oftmals einen Grund, warum wir freudlos sind. Oftmals sind es Enttäuschungen, oftmals sind es Entmutigungen. Wir haben einfach uns Dinge gewünscht oder vorgestellt, dass sie sich so entwickeln und sie entwickeln sich nicht so. Und dann kommt eine Unzufriedenheit in unser Herz und die ziehen uns runter. Und darum ist es einfach gut, zu Jesus zu gehen mit diesen Dingen. Ja? Vielleicht ist es auch Trauer, wo du einen Mensch verloren hast. Es ist ein Schmerz, den du vielleicht ständig hast oder der dich immer wieder erwischt. Und dann ist es gut, zu Jesus zu kommen. Mit ihm das zu teilen. Echte Freundschaft mit Jesus teilt alle Enttäuschungen mit ihm, alle Entmutigungen, wo du verletzt wurdest, wo du wirklich über Lebenssituationen total enttäuscht bist. Sag das wirklich deinem Herrn. Ich glaube, da ist ein Schlüssel. Ja, wenn wir das wirklich, ja, das heißt ja auch im Wort, werft eure Sorgen auf Jesus. Ja? Das wissen wir alle. Ja? Und dann werfen wir sie auf Jesus, sagen sie ihm im Gebet und dann kommen sie wieder. Bom, 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 die Sorgen, Ängste, Bedrückungen des Herzens und haben uns wieder. Ich glaube, da sucht Gott einen besonderen Glauben in unseren Herzen, dass wir wirklich auch loslassen lernen, unsere Sorgen. Dass wir sie auf ihn schleudern und sie dann auch bei ihm lassen, okay?
Das ist auch ein Schlüssel, wie wir immer wieder zur Freude durchbrechen können. Hier steht dieser klare Befehl von Paulus, wie er in den Philipper sagt: Freut euch in dem Herrn alle Wege. Abermals sage ich euch, freut euch. Ja? Die Kinder, die können das noch. Ne? Wenn man sehr kleine Kinder hatte, ja, ich habe 4 gehabt, ja, und jetzt die Enkelchen, die können sich freuen. Ja? Ich habe mit meinen Kindern immer so Fliegerbahn gemacht. Ja? So, dann, die konnten immer wieder, Papa nochmal, Papa nochmal, Papa nochmal. Die haben einfach da, die haben Power, die haben kindliche Freude. Ja? Und so ist es einfach, die können sich freuen. Wir Menschen sind so schnell einmal, ja, das reicht, aber dann ist gut. Ne? Aber die haben dieses Kindliche, dieses Göttliche, dass sie sich durchweg freuen kann. Ja, okay? Diese Freude, wie steht es hier in der Hoffnung für alle Übersetzung? Finde ich gut übersetzt. Und das hilft einem auch. Das ist der Garten der Sinne hier in Merz. Ich könnte nochmal hingehen. Wenn da alles blüht, dann ist es wieder richtig schön. Freut euch Tag für Tag, heißt es hier, dass ihr zum Herrn gehört. Ist das nicht Grund zum Freuen? Dass ihr zum Herrn gehört. Gottes Kinder, erlöst, errettet, erkauft durch sein Blut. Ja? Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Du, das ist eine Entscheidung. Freude ist manchmal eine Entscheidung. Ich will, dass mein Herz heute Morgen durchbricht zur Freude. Und dass, wenn ich den ersten Tritt aus dem Bett mache, kann ich mich dafür entscheiden. Herr, deine Gnade ist heute Morgen neu. Und ich habe etwas, ja, dass du mir deine Freude gibst. Ja, wie Tabea gesagt hat, mit wem rede ich überhaupt? Es ist gut, immer gute, schnelle, kurze Gebete zu haben. Und ganz früh am Morgen, Herr, gib mir heute deine Freude. Du bist mein Herr und du hast mich erlöst durch dein Blut. Und du hast mich erkauft und du gibst mir heute deine Freude. Und dein Tag fängt anders an. Glaubst du das? Elke, glaubst du das? Ja. Kennst du das, gell? Ja. Okay, ja. Das ist so schön. Hier in diesem 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18, ja, da stehen 3 Verse. Und ich glaube, diese 3 Verse sind auch ein Schlüssel, damit wir zur Freude und zur Zufriedenheit durchbrechen. Manchmal ist es gut, wenn man sich diese Worte aufsagt und es dann auch tut. Denn beim Tun fängt der Glaube an. Okay? Ja, bleib mal doch da. Ja? Seid allezeit fröhlich, sagt er hier in Vers 16. Seid allezeit fröhlich, unabhängig von Umständen. Lasst euch die Freude vom Herrn schenken, denn es gibt eine übernatürliche Freude. Betet ohne Unterlass. Das heißt, immer in Verbindung zu sein. Ich bin auch nicht der, der lange Gebete macht, früher morgen, das ist vielleicht gut, aber ich bete immer. Immer, zwischendurch, wenn ich unterwegs bin, im Auto, wenn ich spazieren gehe. Ich rede immer mit meinem Herrn. Und das lässt auch etwas in mein Herz fließen. Ich habe jetzt nicht nur die festgezurrten Zeiten. Ich rede immer mit meinem Herrn zwischendurch. Ja? Und dieses Beten ohne Unterlass ist, glaube ich, ein Schlüssel, dass man immer den Herrn mit reinholt. Mit ihm zu gehen. Das heißt auch, mit ihm zu teilen, Anliegen. Ja? Wie es auch hier heißt, eine Freundschaft mit Gott entsteht dadurch, dass du dein ganzes Leben mit ihm teilst. Beten ohne Unterlass bedeutet, mit Gott zu sprechen, während man arbeitet, Auto fährt, einkauft, spazieren geht oder anderes tut. Ich kann ihn mit einbeziehen und das freut Gott. Das ehrt ihn und das lässt die Freundschaft mit ihm vertiefen. Er ist auch in den kleinen Dingen interessiert. In den kleinen Dingen, da denkst du kannst doch Gott nicht damit belasten. Er freut sich mit den kleinen Dingen. Ja, was soll ich denn heute kochen? Hast du vielleicht eine Idee für mich? So kannst du mit deinem Herrn reden. Was essen da meine Lieben gern? Ja? Und dann gibt er dir ein paar Tipps. Bop, 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 bop. Und dann passt es. Ja? Zum Beispiel, okay? Ja, es gibt eine Zufriedenheit, die fließt in dein Herz. Und es ist immer wieder eine Entscheidung, auch den Herrn zu loben. Danken schützt vor Wanken. Ja? Danket alle Zeit. Ja? Danken, wenn ich danke, dann fließt Zufriedenheit in mein Herz. Ja? Meistens die unzufriedenen Menschen sind oftmals die undankbaren Menschen. Und ein Reicher ist offen nicht dankbar. Der hat zwar viel, aber er sieht das für selbstverständlich, habe ich mir erarbeitet. Ja? Was ist doch mein Verdienst? Was soll ich dann noch jemand danken dafür? So, Christen danken für alles, was Gutes in ihr Leben gekommen ist. Ja, und dann fließt Zufriedenheit.
Danke, Schütz vor Wanken, loben zieht nach oben. Diese Sprüche kennen wir. Hier in Epheser 5,19 heißt es, ermutigt euch einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt spielt dem Herrn in euren Herzen. Ja? Das ist es einfach, dass wir uns entscheiden zu loben, den Herrn zu loben, ihm zu danken. Ja? Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja? Das ist einfach eine Entscheidung. Den Befehl gibst du deiner Seele. Wie David. Lobe den Herrn, meine Seele. Manchmal muss man unsere Seelen befrühen. Jetzt kommen wir aus dem Jammern raus. Jetzt kommen wir und fangen an zu danken. Und dann fängst du an zu danken. Und dann fängst du an, Frieden zu empfangen. Dann Zufriedenheit fließt in dein Herz. Und du fängst an, Gott zu preisen. Und dann kommt noch mehr Freude in dein Herz. Das ist ein Schlüssel, okay? Das müssen wir tun. Erst im Tun geschieht es. Ja? Ich bin so ein Opa, der auch gerne schaukelt. Wenn ich an so einer Schaukel vorbeigehe und sehe, die ist stabil genug, dann gehe ich da drauf. Dann werde ich manchmal wie ein Kind und dann schaukel ich. Ja? Weil da ist auch etwas. Ja? Werdet wie die Kinder. Lasst euch diese Freude schenken, die der Herr in euer in der Herz fließen lässt. Tut die Dinge, die euch auch Spaß machen. Gott will, dass wir eine andere Freude haben, eine bessere Freude, eine schönere Freude. Denn die Freude im Herrn ist unsere Stärke, okay? Das ist so schön, wenn wir das erleben. Als Christen sind wir ja auch eine GmbH, eine Gemeinschaft mit einer berechtigten Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung, wir haben eine Zukunft, wir haben den Herrn. Das ist so toll, ja? Gottes Kind zu sein, welch ein Vorrecht, welch eine Gnade. Und Geschwister untereinander zu haben, ja, die tiefgründig nichts im Herzen gegeneinander haben, die einander so annehmen, wie sie sind, in ihrer Unterschiedlichkeit und in ihren unterschiedlichen Charakteren. Es ist eine Entscheidung des Herzens, einen Menschen so zu nehmen, wie er ist. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, heißt im Römer 15, Vers 7. Und das ist wie immer eine Entscheidung. Wenn dann diese Beziehungen zu einer Freundschaft werden, dann gefällt es Gott. Ja? Freundschaft ist was Besonderes. Ja? Gute Freunde kann man sich nicht kaufen. Sie sind ein Geschenk von Gott. Und da sollst du auch immer wieder bereit sein für noch eine Freundschaft und noch eine Freundschaft. Das ist auch das, wie Jesus sich das vorgestellt hat. Jüngerschaft. Ja? Geht und mache zu Jüngern. Das heißt, gute Beziehungen zu knüpfen. Jüngerschaft, echte Freunde. Ja? Freunde sind Menschen, die uns genau kennen und trotzdem zu uns halten. Sie entscheiden sich einfach, ich stehe zu dir, auch wenn du Fehler und Schwächen hast. Ich stehe zu dir, ich helfe dir, ich missbrauche dich nicht, auch wenn du mir negative Dinge aus deinem Leben erzählst. Ich behalte es für mich. Ja? Ein echter Freund ist authentisch, er ist ehrlich, er ist aufrichtig, er ist einfach sauber innen drin. Und das sucht der Herr. Ja? Die Siege meiner Freunde sind auch meine Siege. Ja? Wenn mein Freund sein Leben gelingt oder er hat wirklich einen Sieg in seinem Leben, dann freue ich mich mit. Ich gönne ihm was. Ich bin nicht eifersüchtig, ich bin nicht neidisch. Ich schmeiß das auf den Herrn, wenn Neid mein Herz beschleicht. Okay? Das ist so wichtig und gut, wenn es dann geschieht. Diese Lebensfreude. Freudenboten und Freudenbotinnen. Und das sollen wir sein für den Herrn. Ja? Hier in Jesaja 52, Vers 7 heißt es, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkünden, Gutes predigen und Heil verkündigen. Dazu sind wir berufen als Freudenboten. Ja? Frieden verkünden, Gutes predigen. Die Bibel ist ein gutes Buch. Sie muss auch wieder zu den Menschen gebracht werden und das Heil in Jesus Christus verkündigen. Ja? Okay, jetzt will ich uns eine zweite Frage stellen. Bist du noch begeistert von der frohen Botschaft? Bist du noch begeistert, was Jesus für dich auf Golgatha getan hat? Ja. Kann dein Herz jubeln darüber, dass er für dich bezahlt hat? Also, Paulus war immer begeistert darüber. Ja? Wenn wir hier lesen, 1. Korinther 1,4, das Bild drückt das ein bisschen aus. Ja? Diese Freude, wenn man bei Weihnachten ein Geschenk kriegt, ja? Dann, oh, Erwartung, was ist da drin? Ja? Das ist dann einfach so, ja, in unseren Herzen.
Aber hier sagt Paulus den Korinthern, immer wieder danke ich Gott für das unverdiente Geschenk, das er euch in Jesus Christus gegeben hat. Das ist immer Grund zum Danken. Jesus, du hast für mich bezahlt, für meine Sünden, für meine Versäumnisse, für mein Versagen. Das rühme ich morgens und die Freude fließt in mein Herz. Ja? Und bist du noch begeistert darüber, was Jesus getan hat? Jetzt feiern wir bei mir Weihnachten, alles mit vorbereitet, Ankunftszeit, Advent, ja? Aber lebt dieser Heiland in meinem Herzen? Habe ich Gemeinschaft mit ihm? Ist er mein Freudengeber? Ist er mein Glücksbringer? Unabhängig von Umständen. Erfüllt er mein Herz? Ja? Bevor er mal mein Herr wird, muss ich ihn ja mal im Herzen aufnehmen. Johannes 1, Vers 12 sagt er, die ihn in ihr Herz aufnehmen, diesen Herrn Jesus, denen gab er die Macht, Exousia, Gottes Kinder zu werden. Und dann schnackelt es und dann kommt was in dein Herz. Der Heilige Geist zieht ein. Und das ist das Schönste, was einem Menschen passieren kann, die Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Ja? Dass ich wiedergeboren werde, vom Heiligen Geist lebendig gemacht. Und dann kriege ich diese übernatürliche Freude von ihm. Ja? Okay? Begeistert, ja? Also, ich will jetzt ein bisschen was von meiner Vision erzählen, die Gott mir gegeben hat. Ja. 2003 haben wir die Verantwortung bekommen als Gemeindeleiter. Ja. Und in meinem Herzen war, Herr, ist das wirklich das, was du von uns willst? Es war eine tiefe Sehnsucht in meinem Herzen, Gott zu suchen im Gebet, mich auszurichten in ihm. Und da sagte er eines Abends zu mir, setz die Segel. Setz die Segel, keine Ahnung, welche Segel, was für Segel sollen wir dann ersetzen? Ich wusste nicht, was er vorhat. Und einen Tag später hat er mir dann einen ganz bewussten Traum geschenkt. Von einem Segelschiff, ja, ein hell erleuchtetes Segelschiff der Liebe Gottes. Ja? Und da hat er mich so über das Schiff geführt und hat mir alles an diesem Schiff erklärt. Und das war ein Bild, wie Gott sich Gemeinde vorstellt. Ja? Wenn man hier das Meer sieht, überall um dem Meer schwammen Menschen herum, die verletzt waren, die Rettung suchten. Ja? Und überall an Deck dieses Segelschiffes lagen Rettungsringe. Und alle, die auf diesem Schiff waren, haben diese Rettungsringe ausgeworfen. Haben den Menschen zugeworfen, die verletzt waren, die in Seenot waren. Ja? Und das ist auch ein Bild auf Jesus. Jesus will immer Menschen retten. Er kam als Retter, um die Menschen zu retten und ihnen den Weg zum Vater zu zeigen. Und so ist die Gemeinde auch eine Arche. Die Gemeinde ist eine Arche, die Menschen aufnimmt und sie mitnimmt in die Jüngerschaft. Sie mitnimmt in einen Wachstumsprozess. Ja? Wichtig ist ja, dass wir als Christen nicht nur errettet sind, sondern dass wir dann auch einen Wachstumsprozess durchleben, wo wir zu Jüngern und Jüngerinnen werden. Das ist entscheidend. Ja? Wollen wir das? Ist das uns ernst? Werden wir zugerüstet, um auch anderen Menschen Rettungsringe zuzuwerfen? Um sie herauszuziehen, um ihre Verletzungen zu heilen, um Seelsorge an ihnen zu machen und sie dann selbst zu Jüngern machen, die Rettungsringe auswerfen, die andere Menschen versorgen können, auch in Seelsorge und dem, was nötig ist. Und das war für mich ganz besonders. Ja? Ich kann euch ehrlich sagen, ich wäre heute kein Gemeindeleiter mehr, wenn der Herr mir denn diese Vision gegeben hat. Die hält mich am Leben. Die hält mich am Brennen. Ja, manchmal, man hat schon so vieles erlebt als Gemeinde. Da wurde man schon so von Menschen enttäuscht. Ja, und fragen, vielleicht kennst du das auch, wenn Freunde dich verlassen. Du denkst, du kannst mit denen bis ans Ende gehen. Und dann verlassen sie dich. Das ist für einen Leiter ganz schlimm. Dann leidet man mit. Und dann hat man schon so viel erlebt. Aber diese Vision, das, was der Herr mir gegeben hat, das brennt in meinem Herzen. Ja? Und es ist auch genau das, und das, da lehre ich auch immer viel darüber, jedes Segel hat eine Bedeutung. Jedes Segel hat eine Bedeutung. Der Herr hat mir so erklärt, ich war 10 Tage auf diesem Schiff wie gefesselt. Ich ging auf die Arbeit, hatte nur dieses Schiff vor Augen und das, was der Herr mir da gezeigt hat. Ich kann euch das nicht so ausmalen, ihr denkt vielleicht, der Ferdi hat einen an der Klatsche, aber der Herr ist mir da begegnet. Ja? Der Herr ist mir da begegnet und er hat mir alles erklärt, was für Gemeinde wichtig ist. Und seitdem lehre ich auch das, was auf diesen Segeln war, dass wir die Segeln heben. Ja, einen Tag vorher setzt die Segel.
dass wir das Gebet heben, die Anbetung, den Lobpreis, echte Jüngerschaft, dass wir das Evangelium im Herzen haben und viele, viele Dinge, da könnte ich uns jetzt ein paar Stunden drüber erzählen. Aber wir sind ja bei der Freudenbotschaft, okay? Ja, was hat der Herr gemacht? Ja, was hat er gemacht? Er hat uns eine Brücke gelegt über den Abgrund, über die Hölle, ja, und hat uns den Weg zum Vater bereitet. Ja, darum ist für die einen das Kreuz eine Torheit, verstehen es nicht, können nicht nachvollziehen, ja, und für die anderen ist es eine Gotteskraft, ja, wie es auch hier heißt in 1. Korinther 1,18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Ja? Christen sind begeistert über das Erlösungswerk Jesu am Kreuz von Golgatha. Sie brennen dafür und sie wollen es auch den anderen Menschen nahebringen. Es ist ihnen so wichtig, ja? Hier Paulus sagt es in Galatern auch so in Vers 14, Kapitel 6. Es sei aber fern von mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Ja? Das war ihm das Wichtigste, das war ihm das Wesentliche, das Kreuz zu den Menschen zu bringen, ihnen das Erlösungswerk zu erklären. Das brannt in seinem Herzen, okay? So soll es auch in uns brennen. Ja? Wenn man hier Jesaja 53 liest, das ist ein schönes Tattoo. Ja? Ich will ja nicht sagen, dass ihr euch ein Tattoo machen lasst, aber wenn ich mir jetzt eins machen lasse, dann würde ich mal das aussuchen. Ja? Weil da ist einfach aufgezeigt, Jesus starb für meine Schuld, für meine Sünde, ja? Für all mein Versagen. Und Jesaja hat schon 600 Jahre vor Christus uns genau den Leidensweg Jesu erzählt. Ja? Und das kann man auch anhand von der Papieranalyse erkennen, dass die Schriften von Jesaja zu diesem Zeitraum geschrieben wurden. Kann man heute wissenschaftlich nachvollziehen. Ja? Und hier heißt es, fürwahr, er trug unsere Krankheit, er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetaten willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist ein bisschen herausgestellt, was Gott für uns getan hat am Kreuz, okay? Da könnte man jetzt einiges drüber sagen, auch über diesen Tausch am Kreuz, aber da will ich jetzt nicht groß drauf eingehen, das wird den Rahmen sprengen. Da können wir mal gesondert eine Bibelstunde drüber machen, was Jesus alles erwirkt hat, ja? Jesus wurde bestraft, damit wir vergeben haben. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden, ja? Jesus wurde mit unserer Sünde zur Sünde gemacht, damit wir mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht würden. Und so weiter. Ja, ich habe es in zwei Teilen gelehrt darüber. Findet ihr auch auf meinem YouTube-Kanal. Okay? Das ist einfach wichtig. Das muss in unserem Herzen leben. Da müssen wir das zulassen. Ja? Gott sucht das Verlorene. Wenn wir hier Lukas Kapitel 15, da steht immer von dem Verlorenen. Ja? Von dem verlorenen Groschen oder von dem verlorenen, ja, von dem verlorenen Schaf oder von dem verlorenen Sohn. Ja? Gott sucht das Verlorene. Er sucht das Verlorene, ja, und wenn er es dann gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Und so ist Gott. Er will nicht, dass einer verloren geht, sondern dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Okay? Jetzt kommen wir zur dritten Frage. Die dritte Frage, die ich uns stellen will. Willst du als Freudenbote oder als Freudenbotin aktiv werden? Das ist es einfach. Gott möchte, dass wir sein Botenpersonal sind und dass wir als Freudenboten und Freudenbotinnen aktiv werden. Ja? Ich persönlich sage auch jetzt, wo wir auch dieses Konzert haben mit Thomas Steinlein oder jetzt auch Pro Christ, ich finde das super, es ist gut, dass man sowas zusammen macht. Aber es ersetzt niemals die persönliche Evangelisation. Gott möchte, dass jeder Einzelne vor seinen Mitmenschen, mit seinen Arbeitskollegen, Verwandten und Bekannten den Herrn bekennt. Ja? Und das ist wichtiger wie jedes Event, meiner Meinung nach. Ja? Aber die Events sind auch wichtig, aber jeder bekennende Christ ist ein Event. Du bist der Knaller, wenn du deinen Mitmenschen das Evangelium weitergibst. Die frohe Botschaft, wenn du wieder begeistert bist, was Jesus für dich getan hat.
wenn du begeistert bist, was Jesus, wie du ihn erlebt hast, dein Zeugnis ist wichtig. Und was du zu sagen hast, ist wichtig. Mach dein Zeugnis nicht klein. Manchmal denkt man immer, ja, ich müsste aus Droge rausgeholt werden oder aus dem Alkohol befreit oder große Dinge, schwere Sachen, große Sünden. Nein, du hast auch ein besonderes Zeugnis, wo dein Herz sich entschieden hat, mit Jesus zu gehen. Und das ist wichtig, dass du es deinen Mitmenschen weitergibst. Ja? Das ist gut. Und Freundlichkeit bricht dem Teufel die Knochen. Das ist ein persisches Sprichwort. Ja? Freundlichkeit, wenn du in Freundlichkeit den Menschen begegnest, ist auch eine Frucht des Heiligen Geistes, dann wird was. Wie man den Wald reinruft, so schallt es heraus. Ja? Und Freundlichkeit ist immer gut, ja, wenn man die Freundlichkeit an die Angel hängt und das Evangelium in Liebe erzählt. Nicht den Menschen einfach nur das Wort Gottes um die Ohren haut, sondern es in Liebe ihnen weitergibt, was der Herr Großes getan hat. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Das weißt du ja, ja? Du, Jesus ist in den Himmel gegangen und er hat uns nicht gleich mit in den Himmel geholt. Ja, das schon schön wäre, ne? Jetzt gehen wir in den Himmel, ja, dann haben wir gepackt. Ja, oder wir schaukeln jetzt, wippen mal, bis wir in den Himmel kommen. Nein, du hast eine Aufgabe, du bist Gottes Botenpersonal und du hast eine Aufgabe, du sollst Botschafter an Jesu Stelle sein. Jesus ist ja nicht mehr da, aber er benutzt seine Kinder, er hat sie instruiert. Du, ihr seid's jetzt, geht hin und macht zu Jüngern. Alle Völker, lehrt sie, was ich euch gelehrt habe. Ja, tauft euch den Namen zwar des Sohnes des Heiligen Geistes und ich bin bei euch. Die Verheißung ist da. Aber ihr macht zu Jüngern. Das ist oftmals so ein falsches Denken. Ja? Ich denke, der Pastor macht das, der Pastor macht zu Jüngern. Ja? Ich habe damit nichts zu tun. Du, das ist irgendwie ein falsches Denken. Ja? Da ist immer noch ein bisschen im Alten Testament hängen geblieben. Oder durch die Tradition von den Großkirchen vielleicht. Das wird alles vom Pastor erwartet. Aber du bist ein königlicher Priester, du bist eine königliche Priesterin, wenn du Jesus im Herzen hast. Und du hast die Aufgabe, die Menschen zur Versöhnung zu rufen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat, durch Christus und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Ja? Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Ja? Das ist einfach wichtig, dass wir die Menschen zur Versöhnung rufen. So sind wir nun Botschafter oder Botschafterinnen an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nur an Christi Stadt, lasst euch doch bitte versöhnen mit Gott. Ist das auf unserem Herzen? Siehst du, wie deine Mitmenschen um dich herum gottlos leben? Ist es dir eine Not? Kannst du ihnen das ans Herz legen? Du, lass dich versöhnen mit Gott. Lass Jesus in dein Herz. Es reicht nicht nur aus, dass du Religion hast oder damals die Taufe, Kindtaufe oder die Kommunion mitgemacht hast oder Konfirmation. Du musst eine Liebesbeziehung mit ihm haben. Haben wir die Not? Da fordere ich uns heraus. Wir müssen uns eine Not schenken lassen, weil Gott ist es in Not, okay? Gott ist es in Not, ja? Ich sage auch manchmal, ne, auch ein bisschen herausfordernd, unter uns Christen scheint es einen Wettbewerb zu geben, wie wir ziemlich unerkannt in den Himmel kommen. Keine Konfrontation. Wenn ich von meinem Jesus erzähle und was der alles gelehrt hat, dann sage ich, ich bin. Ja. Und dann schweigt man lieber. Ja. Ziemlich unerkannt in den Himmel kommen, ja, aber keine Konfrontation. Ich sage dir, wenn du die Wahrheit ganz klar und deutlich und aufrichtig und ehrlich erklärst, dann wirst du Konfrontation bekommen. Hab das mit drin. Wer sein Kreuz aufnimmt und folgt mir nach. Ja? Wer das nicht macht, der ist meiner nicht wert. Und wer die Welt mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer andere Dinge mehr liebt. Das sind harte Worte von Jesus. Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr müsst salzen. Und wenn er nicht salzt, wird er ausgeschüttet. Das ist der Hammer, was Jesus da sagt. Das muss uns mal richtig bewusst werden, okay? Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und man soll Gott erkennen. Freudenbotinnen, ja, sind ein paar Freudenbotinnen hier, die sind auch unter uns. Ich will nicht verraten, wer es ist. Ja? Der Herr gab den Befehl und viele Frauen verbreiteten die freudige Nachricht vom Sieg. Ja?
Das steht in Psalm 68, Vers 12. So ein schöner Vers. Ja? Die Freudenbotinnen, ja, teilen die gute Nachricht aus vom Sieg. Es ist eine Siegesbotschaft, die Jesus am Kreuz vollbracht hat. Und die gilt es zu den Menschen zu bringen, auch als Freudenbotin. Ich sag dir, ja, die Gemeinden in unserem Land würden schlecht aussehen ohne die Frauen. Man kann sagen, so manche 60, 70, manche sogar 80% Frauen in den Gemeinden. Und Gott hat kein Problem, diese Frauen zu salben und sie zu segnen und sie zu gebrauchen. Ja? Und da sollten wir uns nicht eng machen im Herzen und sagen, du darfst das nicht oder du darfst das nicht, das ist nur Männern. Ja? Manche sind da so eng. Gott hat kein Problem, Frauen zu segnen und zu salben. Ja? Jesus hatte auch kein Problem damit. Er gebraucht sie mächtig. Und wenn die Frauen nicht da wären, dann würde unserem Land viel, viel schlimmer aussehen. Auch in den Gemeinden. Ja? Es ist ein interessanter Vers, 2. Chronik 7, Vers 14. Mein Volk, wenn mein Volk sich demütigt, das nach meinem Namen genannt ist, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren werden, so will ich vom Himmel hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das ist eine Verheißung, dann muss ich jede Gemeinde nehmen, jeder Christ, ja? Wenn wir beten und Gott suchen, sein Angesicht suchen und dann uns als Freudenboten und Freudenbotinnen gebrauchen lassen, dann kommt ein Segen in unser Land. Das ist so wichtig, dass wir auch diesen Segen suchen. Wir halten Gott nicht den Rücken hin. Wir gehen mit ihm, okay? Wir lassen uns als Freudenboten und Freudenbotinnen gebrauchen. Jesus sagt uns ein ganz ernstes Wort und das ist mir ganz ernst geworden, ja? Ich für meinen Teil habe auch manchmal eine heilige Unzufriedenheit, weil ich denke, Herr, ich mache viel zu wenig für dein Evangelium. Ja? Ich mache viel zu wenig, ich müsste noch viel mehr tun. Ja, da ist so eine Unzufriedenheit, da müsste doch noch mehr fließen. Ja? Ich sage euch, ich mache schon einiges. Meine 2000 Facebook-Freunde, die kriegen jeden Tag eine Botschaft von mir. Dass ich die nur als Freunde habe, das wundert mich. Die haben mich immer noch gern. Ja? Das ist der Hammer. Aber denen gebe ich Gottes Wort, denen gebe ich mein Predigten. Ich habe jetzt noch gemacht, so Impulse für den Tag, Kurzpredigten, ja, auch so 50 Stück, ja, dass sie so kurze Botschaften bekommen vom Evangelium. Aber bei allem geht es immer ums Evangelium. Mir ist eine Not, eine Leidenschaft, diese Menschen zu erreichen. Ja, da bin ich auch bei Twitter unterwegs, bei Instagram und ich nütze diese Medien. Der Teufel nützt sie auch, warum sollen wir Christen sie nicht nutzen? Das ist heute das Forum, wo Menschen sich begegnen. Ja, die sind schon nicht mehr auf der Straße, die fahren noch mit dem Auto an dir vorbei, ja, winkst du und dann ist es schon. Ja. Man sieht sie kaum noch. Ist doch so, oder? Aber hier im Netz, da findest du sie. Connection, Kommunikation, da findest du sie. Und dann schreiben sie und dann schütten sie ihr Herz aus. Und ich kann ihnen helfen, auch durch die Botschaften, die ich mache. Das ist so mein Weg, aber dein Weg ist vielleicht ein anderer. Dein Weg ist vielleicht, Traktate zu verteilen unter Menschen oder hinzugehen und dich hinzustellen mit einem Büchertisch oder sonst was. Aber mach was fürs Evangelium. Ja? Zieh die Stiefel der Bereitschaft an. Ja? Und bete mal zuerst dafür, dass das Evangelium wieder einen Lauf gewinnt. Und dann kriegst du Bürden und Lasten aufs Herz und der Herr schenkt dir konstruktive Impulse, wie du das Evangelium an die Mitmenschen weitergibst. Ich ermutige auch bei WhatsApp immer meine Geschwister, jeden Morgen, fragt sie. Die kriegen jeden Morgen eine Ermutigungsbotschaft, dass sie hoffnungsvoll in den Tag gehen. Dass sie mit dem Herrn in den Tag gehen. Das ist heute eine Gelegenheit zu ermutigen. Tu das auch, ja? Das ist gut. Das ist so schön. Jesus sagt uns, wer mich nicht bekennt, hier in Matthäus, wer mich nicht bekennt vor den Menschen, den will ich auch nicht bekennen vor meinem himmlischen Vater. Das ist der Hammer. Wenn wir schweigen, schweigt Jesus auch. Ja? Er sagt dann, Herr, ich kenne euch nicht. Das wäre das Schlimmste, was wir hören können. Ja? Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Das ist der Hammer. Das muss uns ernst sein. Jesus handelt niemals gegen sein Wort. Das spricht mich an. Ja? Okay? Das soll uns wirklich Mut machen, dass wir den Herrn neu bekennen. Ja? Jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, steht in Philipper 2, 9 bis 11. Jedes, ob er an ihn geglaubt hat oder nicht,
Irgendwann werden sie erkennen, Jesus ist der Herr. Alles Gericht ist ihm vom Vater übergeben. Er ist der, der mich in den Himmel bringt. Und wenn ich ihn nicht aufgenommen habe, mein Herz, gehe ich verloren. So sind deine Mitmenschen auf der Rutschbahn zur Hölle. Und du lässt sie rutschen. Das ist der Hammer. Oder wie ist es, wenn Kinder am Vulkan spielen? Du wirst sie doch nicht da spielen lassen. Du gehst hin und reichst sie weg. Und diese Not müssen wir einfach mal wieder bekommen. Ja, okay? Dass wir diese Not haben. Jedes Knie wird sich einmal beugen und jede Zunge wird bekennen. Und ich mache uns auch immer wieder bewusst, dass wir diese königliche Priesterschaft sind. Da stelle ich mal so eine Krone dahin, dass man sich das ein bisschen bewusst macht, was Gott uns verheißen hat. Erbe mit dem Sohn. Was bedeutet das? Ja? Das ist der Hammer. Heiliges Volk. Königliche Priester. Das sind nicht nur ein paar auserwählte Gemeindeleiter oder Pastoren. Das ist jedes wiedergeborene Gotteskind. Und das müssen wir im Herzen haben. Diese Zuversicht, diese Gewissheit. Petrus sagt es hier im ersten Brief, Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, Herausgerufene, ja? Die königliche Priesterschaft, das heilige Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ja? Es gibt so eine Musikgruppe, kennt ihr vielleicht auch, die aus Köln da, Könige und Priester haben sie sich genannt. Finde ich gut. Den Menschen bewusst machen, wenn ihr Jünger und Jüngerin Jesus seid, seid ihr königliche Priester. Und ihr habt alle einen Auftrag. Und diesen Auftrag gilt es als Freudenboten und Freudenbotinnen umzusetzen. Ja? Deine Identität soll gestärkt sein. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben auch von Siegreich Leben lernen. Den Christen die Identität zu stärken, okay? Kommen wir jetzt zum Schluss. Es soll uns einfach so bewusst sein. Es ist eine Entscheidung des Herzens, sich nicht mehr fürs Evangelium zu schämen. Und der Herr verlangt es von dir, dass du diese Entscheidung triffst. Ja? Paulus sagte es auch hier in dieser Hoffnung für alle Übersetzung. Ja? Ich schäme mich nicht für die rettende Botschaft. Sie ist eine Kraft Gottes, die alle befreit, die darauf vertrauen. Zuerst die Juden, aber auch alle anderen Menschen. Alle Menschen, die den Herrn annehmen, die werden errettet. Ja? Durch sie zeigt Gott, wie er ist. Er sorgt dafür, dass unsere Schuld gesühnt wird und wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Welch ein Vorrecht, mit Gott Gemeinschaft haben zu dürfen und zu können. Ja? Und es ist eine Entscheidung des Herzens. Damit bin ich am Ende. Und ich will uns aber auch fragen. Ja? Diese drei Fragen will ich uns stellen. Wer kann, darf dazu aufstehen. Wir stehen vor Gott. Schau nicht auf den anderen, steh einfach auf und ich will uns die Fragen stellen, die ich euch jetzt beschrieben habe. Ja? Wer kann, steh auf, wer sitzen bleiben will, kann auch sitzen bleiben, weil Gott sieht unser Herz. Erstens mal will ich uns fragen, willst du dich von einer übernatürlichen Freude erfüllen lassen? Bist du bereit, alle Freudenkiller auf Jesus zu werfen? Dann heb bitte deine Hand. Halleluja, Gott sieht's. Dann kommt eine Freude in dein Herz, die übernatürlich ist, ja, die Gott dir gibt. Zweitens will ich uns fragen, bist du noch begeistert von der frohen Botschaft? Und wenn nicht, willst du dir eine neue Begeisterung schenken lassen über das, was Jesus für dich am Kreuz erwirkt hat? Dann heb auch die Hand. Das Wort Gottes sagt es uns. Der Herr sieht's. Wir sollen begeistert sein von dem, was Jesus für uns getan hat. Drittens frage ich uns, willst du als Freudenbote oder als Freudenbotin für Jesus aktiv werden, für das Evangelium aktiv werden? Willst du die Stiefel der Bereitschaft neu anziehen, ja, das Evangelium auch zu den Menschen zu bringen, mit den Möglichkeiten, die du hast? Dann heb auch bitte deine Hand. Halleluja. Gott segne dich. Ich will dafür beten, dass der Herr uns Gnade schenkt und dass wir wirklich Freudenboten und Freudenbotinnen der frohen Botschaft sind. Ja? Das soll heute in unser Herz fließen. Vater im Himmel, ich danke dir so, dass du ein liebender Vater bist, denn du hast uns so sehr geliebt, dass du uns deinen eingeborenen Sohn gesandt hast, Jesus Christus, damit wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben.
Ja, Herr, wir wollen, dass diese Freude in unser Herz durchbricht, wie die Hirten auf den Weiden sich freuten und jubelnd zu dem Kind in der Krippe liefen. So soll diese Freude uns erfüllen, ja, wie die Engel im Himmel voller Freude sind. So wollen wir uns auch mit deiner Freude erfüllen lassen. So segne jeden Zuhörer mit einer übernatürlichen Freude. Herr, wir wollen auch ganz neu begeistert sein für deine Erlösungswerk auf Golgatha. Wir wollen diesen Tausch am Kreuz wieder ganz neu erfassen und begreifen, für uns in Anspruch nehmen, dass dein Blut bezahlt hat für unser Versagen, Versäumnisse, für unsere Schuld, für unsere Sündenlast. Hast du bezahlt, Herr Jesus. Und du wäschst uns rein. Wo unsere Sünden blutrot sind, wäschst du sie rein und machst sie wie Schnee. Ich danke dir so, dass diese Werk von Golgatha uns so begeistert, Herr, dass wir es nicht an uns halten können, sondern dass wir es weitergeben. Schenk uns eine neue Bereitschaft, für das Evangelium einzustehen. Segne uns mit einem bereitwilligen Herzen, für dich zu stehen, für dich zu gehen, für dich Botschaft zu sein. Hilf uns, Herr, wo wir uns vorher geschämt haben für das Evangelium oder auch deine Wahrheiten auf den Leuchter zu stellen, dass du uns da vergibst und dass du uns davon reinwäschst. Und dass du uns ganz neu Mut gibst, dich vor den Menschen zu bekennen, Herr Jesus. Dann wirst du uns auch bekennen vor dem himmlischen Vater. Segne uns mit einem freudigen Geist, mit einem freudigen Gemüt, dass wir wirklich auch uns freuen mit den Freuenden und weinen mit den Weinenden. Segne uns, Herr, dass wir alle Zeit das tun, was dein Heiliger Geist uns gibt. Heiliger Geist, zünde an dein Feuer in uns. Zünde an deine übernatürliche Freude in uns. Zünde an diese Bereitschaft, den Herrn Jesus zu verkündigen. Zünde an dein Feuer, damit dein Gedanken und dein Evangelium wieder in die Herzen der Menschen fließt. So bitten wir dich, dass du unser Land segnest, dass die Menschen heilst, dass du die Menschen rettest. Vater, ich danke dir, dass du mit uns bist und dass du uns segnest. In dem wunderbaren Namen Jesus. Ja? Okay, noch ein Bild. Es ist uns ein Lohn verheißen, ja? Das müssen wir wissen. Also Gott lässt sich nicht lumpen, ja? Jesus verspricht uns reichen Lohn. Freut euch an jedem Tage und springt vor Freude, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, sagt Jesus uns. Und wenn wir für ihn stehen und für ihn gehen und für ihn Botschaft sein, sind, dann ist ein Riesenlohn versprochen. Auch wenn du deine Finanzen zur Ehre Gottes einsetzt, ist dir ein Riesenlohn versprochen. Es ist nirgendwo, deine Finanzen sind nirgendwo besser angebracht wie im Reich Gottes. Ja? Und da macht dein Herz weit. Ja? Gib den Armen, ja? Gib den Bedürftigen. Lass es fließen und du wirst von Gott beschenkt. Sein Lohn wird groß sein im Himmel. Ja? Darum sei eine begeisterte Freudenbotin und ein begeisterter Freudenbote. In Jesu Namen seid gesegnet. Gott ist gut. Amen.